Das nächste Spiel ist Wolfenstein 3D und ich glaube, da brauche ich nicht viel erzählen über Wolfenstein 3D. Das kennt, glaube ich, ein jeder. Es ist ein Ego-Shooter und das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass nicht jedes Overlay wirklich was gebracht hat. Also das Spiel kann man auch mit einem Overlay und wie man gleich einmal sieht, man kann nur die Karte kann man aktivieren, man kann die Musikoptionen auswählen und man kann das Spiel speichern mit dem Keypad. Aber man kann nicht einmal die Waffen auswählen. Und das ist auch das Einzige, was ich wirklich kritisieren kann an dem Spiel, dass man halt eben, wie gesagt, nicht die Waffen auswählen kann, sondern man hat immer die stärkste Waffe und mit der kämpft man. Man kann jetzt dann nicht wählen zwischen den Waffen. Aber bis auf das muss ich zugeben, das ist die beste Version von Wolfenstein 3D, die ich je gespielt habe. Es ist die Komplettversion. Die, die das Spiel kennen, wissen, was ich damit meine. Und ja, es ist, wie gesagt, grafisch ist auf jeden Fall die beste Version, die ich je gespielt habe. Ich habe es auf dem PC gespielt, ich habe es auf dem 3DO gespielt und das ist wirklich die schönste Version von Wolfenstein 3D. Echt ein cooles Spiel. Als nächstes hätten wir dann Checkered Flag und Checkered Flag ist ein Rennspiel. Ja, es ist eins der schlechtesten Spiele für Atari Jaguar. Ich habe es zwar am Anfang nicht gedacht, aber wie ich es dann selber mal gespielt habe und ich habe ehrlich gesagt nur Schlechtes über das Spiel gehört, aber ich habe mir gedacht, schaust mal selber nach. Also wenn man es jetzt dann nur so optisch anschaut, es ist gar nicht mal schlecht, es schaut sogar sehr gut aus, überhaupt für die Zeit, wo es veröffentlicht worden ist. Nur das Spiel hat Probleme Nummer 1 mit Pop-Up-Grafiken, die schlimmer werden, je schneller man fährt. Und wenn man sehr schnell mit dem Auto fährt, was man ja machen muss in dem Spiel, dann glaube ich, bricht die Framerate auch ein bisschen ein. Und wie gesagt, beides zusammen, diese Pop-Up- und Framerate-Sache, die macht das Spiel dann unspielbar, da man sich fast nicht konzentrieren drauf oder reagieren kann auf die Strecke, weil zum Beispiel jetzt eine Kurve kommt, das ist so schnell, dass man dann halt eben gegen die Bande oder sonst irgendwas kracht. Dann auch noch, wenn irgendwelche gegnerischen Fahrer unterwegs sind, man hat vielleicht eine Sekunde zum Reagieren. Manche von denen stehen auf der Strecke oder fahren ganz langsam und man knallt frontal in die Reihen und kann nicht einmal ausweichen, weil es fehlt einem die Reaktionszeit bei dem Spiel. Dann die Steuerung ist auch zu sensibel gemacht, weil wenn man jetzt da in eine Kurve reinfährt und wirklich drauf drückt in eine Richtung, ein bisschen stärker, oder was kann es passieren, dass man dann frontal gegen die Bande fährt. Dann in dem Spiel kann man die Kamerasicht ändern, beziehungsweise die Sicht kann man verändern, auch eine Cockpit-Sicht gibt es. Nur in dieser Cockpit-Sicht ist das Spiel überhaupt unspielbar, weil, wie gesagt, man kann auf nichts reagieren, wenn man schneller fährt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man das Spiel überhaupt spielt, ist von einer weiten Rückansicht. Und selbst da ist das Spiel fast unspielbar. Das heißt, es schaut zwar nicht schlecht aus auf den ersten Blick, aber ich kann das Spiel überhaupt nicht weiterempfehlen. Das ist wirklich schlecht. Das nächste Spiel ist Pinball Fantasies und das ist ein wirklich gutes Flipper-Spiel. Es ist eine Portierung vom Commodore Amiga und man kann sich einen von 4 Flippern aussuchen. Man hat Partyland, man hat Speed Devils, man hat Billion Dollar Game Show Flipper und Stones and Bones, ein Horror Flipper. Und es hat eine sehr schöne Grafik, die Musik ist auch sehr gut und ja, also kann ich nur sagen, es ist eine wirklich schöne Portierung vom Commodore Amiga und am Commodore Amiga hat mir das Spiel schon so gut gefallen. Ja, ich habe es so oft gespielt schon, also das kann ich wirklich nur weiterempfehlen, natürlich an jeden Flipper-Fan und halt eben jeden, der sich ein Atari Jaguar zulegen will oder eh schon hat. Sehr cooles Spiel. We'll be right back.
So, da als nächstes haben wir Doom. Und ja, Doom kennt glaube ich auch ein jeder. Das ist auch ein Ego-Shooter und eine Portierung vom PC und eine wunderschöne Portierung. Echt cooles Spiel. Das Einzige, was man kritisieren kann, und ja, ich würde es auch kritisieren, ist, dass man während den Levels keine Musik hat. Die Originalmusik ist zwar in dem Spiel, man hört sie am Ende jedes Levels, aber wie gesagt, während der Levels ist halt eben keine Musik hörbar. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das absichtlich gemacht worden ist oder ob das Spiel wahrscheinlich auch zu früh veröffentlicht worden ist. Einige Leute sagen, es ist absichtlich gemacht, damit es der Atmosphäre dient, weil man jetzt, damit man halt eben Atmosphäre aufbaut, man hört nur die Gegner und die Waffengeräusche und so, aber ja, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn die Musik dabei war und man kann sich entscheiden, ob man es jetzt einschaltet oder ausschaltet. Aber trotz allem eine wunderschöne und coole Version von Doom, kann man wirklich nur weiterempfehlen, ist ein sehr guter Titel für den Atari Jaguar. Gut, als nächstes hätten wir hier Kasumi Ninjas. Und gleich einmal eine Besonderheit bei Kasumi Ninjas. Das Spiel wurde damals verkauft mit einem gratis Stirnband mit dem Logo Kasumi Ninjas drauf. Ich habe es leider nicht, aber wie gesagt, es wurde damals so verkauft. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwann eine Version, wo das dabei ist. Kasumi Ninjas ist ein Prügelspiel im Stile von Mortal Kombat. Und es ist kein gutes Kampfspiel. Die Grafik, muss ich ehrlich zugeben, schaut relativ gut aus, auf den ersten Blick überhaupt. Und ja, aber das war es dann mehr oder weniger. Es ist auch bekannt, dass es eins der schlechtesten Prügelspiele von allen Zeiten eigentlich ist. Ich würde auch sagen, es ist eins der schlechtesten, aber es ist nicht das schlechteste. Also erstens mal die Charaktere, die sind ziemlich krank oder beziehungsweise, ja, auf der einen Seite uninspiriert, auf der anderen Seite ein bisschen komisch, weil zum Beispiel dieser Schottentyp, der ist, ja, interessant. Dann hat man auch noch so einen komischen Indianer, gegen den man kämpfen muss und irgend so einen Wikinger oder was immer das sein soll. Also von den Charaktere her jetzt nicht ganz so besonders. Dann, ich muss ehrlich zugeben, die Steuerung ist auch nicht gerade die beste. Sie funktioniert auch nicht immer hundertprozentig einwandfrei. Dann die Spezialmoves und ja eben Spezialmoves, die macht man mit dem C-Knopf, den muss man, da muss man draufbleiben und dann halt eben eine Kombination machen mit dem Steuerkreuz. Also die Steuerung ist nicht wirklich die beste. Dann die Spielgeschwindigkeit ist auch jetzt nicht so überragend und im Großen und Ganzen, naja. Ich sag's einmal so, wenn man was zum Lachen haben will, dann kann ich das Spiel weiterempfehlen. Aber für alle Leute, die jetzt ein gutes Prügelspiel brauchen, dann ja, Kasumi Ninja ist nichts für euch. Das nächste Spiel ist Power Drive Rally und das ist wirklich ein sehr gutes Rennspiel für Atari Jaguar. Es hat eine wunderschöne Grafik, die Steuerung ist sehr gut und die Spielgeschwindigkeit ist auch sehr gut. Und ja, also im Endeffekt, man fängt an, man hat ein bisschen Geld und kauft sich ein schwaches Rennauto und mit der Zeit gewinnt man halt eben Rennen und man kriegt mehr Geld und dann kauft man sich bessere Rennwagen. Und das Spiel macht echt viel Spaß und es hat sogar eine Art, also ein Arcade-Feeling, also man hat ein richtiges Spielhallengefühl bei dem Spiel. Das ist echt ein cooles Spiel, das kann ich nur weiterempfehlen, und zwar an jeden, der Rennspiele mag und halt eben ein gutes Rennspiel braucht für einen Atari Jaguar. Das kann ich echt nur weiterempfehlen. Als nächstes hätten wir hier Waldisiere. Skiing and Snowboarding, ein Sportspiel, wo man herumfahren kann auf Skiern oder halt eben auf dem Snowboard und ja, eben ein Sportspiel. Ich sag's gleich, ich bin jetzt kein so ein großer Fan von Sportspielen auf Computer- oder Videospielkonsole, aber also, was eben gleich auffällt, die Grafik ist jetzt gar nicht mal so schlecht, die Geschwindigkeit bei dem Spiel ist ja, ziemlich schnell
Und das kann aber auch ein Problem sein, da man, ja, wenn man herumfährt jetzt und von einem Hügel zum nächsten kommt, dass man ganz schnell von der Strecke abkommt, weil jetzt eine Kurve war oder sonst irgendwas. Das heißt, ab und zu die Reaktionszeit ist auch nicht gerade sehr hoch und kann immer wieder dann passieren, eben, dass man von der Strecke abkommt oder dass man in irgendwelche Hindernisse reinkracht oder sonst irgendwas. Ja, viel mehr kann ich ehrlich gesagt zu dem Spiel nicht sagen. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan von Sportspielen. Aber ich könnte mir vorstellen, wer Skifahren will oder Snowboarden will am Atari Jaguar, kann, glaube ich, nicht wirklich irgendwas falsch machen mit dem Spiel. Das nächste Spiel ist Iron Soldier und Iron Soldier ist eine Mech-Simulation. Und ja, wenn man Leute fragt halt eben, dann die meisten davon sagen, dass Iron Soldier auch eins von den Spielen ist, eins der besten Titel für einen Atari Jaguar. Und schließe ich mich ebenfalls an der Meinung, die Grafik in dem Spiel ist sehr gut, war jetzt noch nicht extrem beeindruckend, aber trotzdem für 3D-Grafiken für damals waren die wirklich sehr gut. Die Spielgeschwindigkeit ist auch sehr gut und das Spiel, wenn man solche Art von Spiele mag, dann ist es wirklich ein gutes Spiel. In dem Spiel muss man natürlich mehrere Missionen machen und am Anfang hat man gerade mal seine Fäuste als Waffe und man hat ein Gewehr, aber später im Verlauf des Spiels und von einer Mission zur nächsten kriegt man dann Granaten und einen Raketenwerfer und einen Minigun und was weiß ich was alles. Also das macht wirklich Laune, das Spiel. Es hat zwar ab und zu Slowdowns, nur die kommen ehrlich gesagt nur dann vor, wenn viele Explosionen am Bildschirm sind. Dann gibt es einige Slowdowns, aber bis auf das muss ich auch zugeben. Wer solche Art von Spiele mag, wie jetzt in dem Fall ein Mech-Simulation oder Action-Spiel, dann der kann ohne große Gewissensbisse oder was zugreifen. Das macht wirklich Laune und ja, ist wirklich eins der besten Spiele für einen Atari Jaguar. Gut, das nächste Spiel ist Ultra Vortech und ja, ist auch wieder ein Beat'em Up. Im Stile von Mortal Kombat. Dieses Spiel hat sogar eine Besonderheit, denn Atari wollte ein Modem veröffentlichen und das wäre eins der Spiele gewesen, die das Modem unterstützt. Das heißt, dass man wirklich online hätte gegeneinander kämpfen können bzw. gegeneinander hätte spielen können. Atari hat ja das Modem leider nie veröffentlicht. Das heißt, ja, von dem Standpunkt her ist es eben schade, dass sie es nicht gemacht haben. Gut, Ultra Vortech, ja, das ist auf jeden Fall ein Prügelspiel, das ich wirklich weiterempfehlen kann. Es ist nicht so schlecht wie Kasumi Ninjas. Die Grafik ist meiner Meinung nach sehr gut und auch, ja, also die Steuerung ist auf jeden Fall besser als in Kasumi Ninjas. Die Spielgeschwindigkeit ist ebenfalls schneller als in Kasumi Ninjas. Die Charaktere, ob die jetzt besser oder schlechter sind, ja, da kann man sich drüber streiten oder auch nicht. Im Großen und Ganzen, ja, also das kann ich wirklich weiterempfehlen, überhaupt an Fans von Prügelspielen. Das heißt, das ist wirklich ein gutes Spiel für einen Atari Jaguar.